Herr Präsident, liebe Zuschauer auf der Tribüne, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem die aus dem so harmonisch arbeitenden Rechtsausschuss, vielen Dank für Ihre realitätsnahe Wiedergabe der Atmosphäre dort, Frau Dirlicher, das kann ich nur bestätigen. Es ist im Rahmen dieser Debatte viel gesagt, aber noch nicht alles, meine Damen und Herren. Die märkischen Fehlentscheidungen und die seit Jahren andauernden Rechtsbrüche dieser Frau, die alle von den Altparteien sie ja hofieren, haben eine Einwanderungslawine ausgelöst, unter deren gesellschaftlichen und finanziellen, aber auch rechtlichen Folgen unser Land und auch die Justiz noch Jahrzehnte, vielleicht auch noch länger, leiden wird. Die Willkommenskultur einiger weniger lauter, bunt und gut Menschen hat unser gesamtes Land und auch die Justiz in die Mithaftung genommen und zu vielfachen Angriffen auf unseren ehemals gut funktionierenden Rechtsstaat geführt. Deshalb beklagen wir nun eine dauerhafte Belastung und Überlastung des Gerichtswesens, das unter der schieren Masse der Asylanträge ächzt. Bereits im Jahr 2017 hatte sich die Zahl der Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten in Deutschland gegenüber 2014 auf etwa 400.000 verzehnfacht, meine Damen und Herren. Knapp die Hälfte aller Verfahren vor den Verwaltungsgerichten überhaupt sind Asylsachen 2017. Über 2018 will ich gar nicht reden. Jedenfalls führt das jetzt schon zu einer faktischen Blockade der Verwaltungsgerichte und erheblichen Verfahrensverzögerungen, zum Beispiel in anderen Bereichen, ich nenne nur das Fahrerlaubnisrecht oder das Baurecht. Mit einer gewissen Verzögerung kommt natürlich diese Lawine auch beim Bundesverwaltungsgericht an. Um seine Funktionsfähigkeit zu stärken und aufrechtzuerhalten, müssen dort mehr Mitarbeiter eingestellt werden. Dafür werden wir kämpfen. Bei den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit, vor allem bei den Gerichten des Strafrechts, sieht es freilich aufgrund der Politik der offenen Grenzen und der dadurch verursachten Einwanderung von Zehntausenden von Straftätern, meine Damen und Herren, Stichworte Goldstücke, Einzelfälle, Messermorde, Messerstechereien, Sexualdelikte, nicht besser auch aus. Auch im Bereich des Strafrechts sind die Gerichte an der Grenze ihrer Belastbarkeit und der Bundesgerichtshof wird auch das in Kürze zu spüren bekommen. Herr Brandner, es ist also zu überlegen, Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung eines Kollegen aus der FDP? Ja, solange das nicht Herr Kaas ist, also mit angenehmen Menschen rede ich gerne. Mit sozialistischen Dampfplauderern hätte ich das nicht gemacht, aber Herr Martens ist so ein netter Mensch, bitte. Herr Brandner, Sie haben gesagt, dass jetzt die Lawine von Asylverfahren auf das Bundesverwaltungsgericht zukommen würde. Dazu meine Frage. Sie wissen schon, dass gerade Rechtsmittel in Asylsachen so weit begrenzt sind, dass beim Oberverwaltungsgericht Schluss ist und es somit in Asylsachen keine Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes gibt, was hier in diesem Haus übrigens ausdrücklich bedauert wird. Nein, Herr Martens, das weiß ich nicht. Aber offenbar sind Sie da auch falsch informiert. Also gut. Also ist zu überlegen, meine Damen und Herren, wie dieser Überlastung der Gerichte entgegengetreten werden muss. An erster Stelle, beruhigen Sie sich doch wieder, an erster Stelle stehen selbstverständlich effektive Grenzkontrollen, die dazu führen müssen, dass jeder, der in Deutschland nichts verloren hat, auch nicht einreisen darf oder jeder, der da ist, zumindest schnell wieder geht. Und damit meine ich, meine Damen und Herren, eine wirklich effektive und umfassende Grenzkontrolle und nicht so ein Placebo, wie es uns hier von Herrn Seehofer, von Frau Merkel und Ihnen von den Altparteien, vor allem von den ehemals Konservativen, im letztwöchigen Schmierentheater als Placebo angeboten wurde. Heilsbringend war das bestimmt nicht. Das bringt gar nichts. Ursachenbekämpfung geht nur durch konsequente Grenzsicherung und Abschiebung in den entsprechenden Fällen. Eine weitere Maßnahme, meine Damen und Herren, wäre eine Änderung des § 29 Satz 1 Richtergesetz. Herr Martens, ich hoffe, Sie kennen den. Einen Gesetzentwurf dazu werden wir demnächst vorlegen. Wir wollen damit die Möglichkeit schaffen, dass verstärkt auch Probe- oder abgeordnete Richter im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit eingesetzt werden können, um der Klageflut vor den Verwaltungsgerichten Herr zu werden. Meine Damen und Herren, wegen der Destabilisierung des Staates und der Aushöhlung des Rechtsstaates durch Frau Merkel, bei Unterstützung durch Sie von den Altparteien, hat sich die Bedrohungs- und Sicherheitslage in Deutschland dramatisch verschärft. Die Zahl der allein islamischen Gefährder in Deutschland liegt bei etwa 800. So genau weiß das keiner. Wenn man jetzt weiß, dass für die rund um die Uhr Überwachung eines einzigen islamischen Gefährders, eines solchen Einzelfall-Goldstückes, etwa 30 qualifizierte Beamte eingesetzt werden müssen, beträgt alleine der Einsatz hier 24.000 Beamte.
Und das geht am Ende auch, wenn der Gefährder dann gehandelt hat, so wie er nicht handeln sollte, aber es getan hat, betrifft auch die Generalbundesanwaltschaft, die zwischenzeitlich im Akkord, da meldet sich eine Dame, die zwischenzeitlich möchten im Akkord Sie die, gegen Sie die islamische Straf- und Attentäter ermitteln also nicht. Muss. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da bei Herrn Martens schon eine Ausnahme gemacht, aber mit grünen Politikversagern will ich von hier aus keinen Dialog führen. Meine Damen und Herren, wir fordern daher auch die Generalbundesanwaltschaft stärker auszurüsten. Oder Frau Kröll, wollen Sie bestreiten, dass die Generalbundesanwaltschaft auch zuständig ist für islamistische Attentäter? Meine Damen und Herren, die gewandelte Bedrohungslage in Deutschland muss sich in unserem Einzelplan wiederfinden und dafür sorgen, dass dieser Einzelplan gestärkt wird. Wir sind natürlich auch dafür da, dass Einsparungen an anderer Seite damit einhergehen. Ich denke in erster Linie an die politischen Stiftungen. Die lassen Sie sich jährlich mit 580 Millionen, mit einer halben Milliarde Euro fast vergüten. Das ist etwa ein Viertel dessen, was für alle Obergerichte in Deutschland ausgegeben wird. Dafür geben Sie gerade mal knapp 150 Millionen Euro aus für die politischen Stiftungen. Wissen Sie, auf den Einwurf habe ich doch gewartet. Natürlich, die AfD hat beschlossen, eine politische Stiftung einzusetzen oder zu gründen. Aber wenn Sie es verhindern wollen, schaffen Sie doch einfach ab, die politischen Stiftungen. Da sind wir die allerersten, die ganz vorne stehen. Wenn Sie keine politische Stiftung der AfD wollen, gehen Sie mit uns, der Gesetzentwurf liegt vor, gehen Sie mit uns diesen Weg und schaffen Sie einfach alle politischen Stiftungen ab. Einfacher geht es doch gar nicht. So, meine Damen und Herren, Kürzungspotenzial haben wir dann auch noch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums, die sich inzwischen seit 2016 verdoppelt hat. Das Bundesamt für Justiz ist überausgestattet, was die Überwachung der Zensurmaßnahmen des NetzDG, was wir ja abschaffen wollen, angeht. Meine Damen und Herren, es erschließt sich auch nicht, warum die Stiftung Warentest, obwohl sie schon in dreistelliger Höhe Millionen Zuwendungen erhalten hat, weiterhin so gemästet wird. Ein Haushalt, meine Damen und Herren, ist ein komprimiertes Abbild des Staatswesens. Und in diesem Haushalt und in diesem Justizetat zeigt sich deutlich, dass Sie von den Altparteien zu wenig für Recht, Rechtsstaat und Ordnung, aber zu viel für Ihre Altparteien, Gesinnungs- und Klientelpolitik ausgeben wollen. Daher lehnen wir von der AfD diesen Einzelplan 07 ab. Danke für den Applaus. Es kommt noch ein Nachsatz. Sie müssen jetzt den letzten Satz sagen. Ihre Redezeit ist überzogen. Ich komme noch zum Einzelplan 19. Das ist der Einzelplan des Bundesverfassungsgerichtes. Diesem Einzelplan werden wir von der AfD zustimmen. Vielen Dank. Die Abgeordnete Katja Keul erhält Gelegenheit für eine kurze Intervention.